So, hallo und willkommen zum 79. und vermutlich letzten Part meines Let's Play Stalker Call of Pripyat. Ich habe, bloß zur Information, die bisher ja geschaut haben, ich habe ja irgendwie was vor mehr verpatzt gehabt. Und zwar hätte ich unten im Zaton, also im Sumpfgebiet, bei dem Kardan dieses Gaussgewehr reparieren lassen müssen, hatte das vergessen, habe also jetzt nochmal an einer vorhergehenden Stelle nachgeladen und habe also diese paar Schritte hier bis Doktor retten und so und dieses komische Antennending da platt machen, habe ich also nochmal diese Viertelstunde nochmal gespielt. War aber eben bevor dieser Gari auf einmal auf sein Lager auffüllen gegangen ist, habe also mich vorher von dem zum Zadon bringen lassen und habe das mit den Kardan gemacht, schnell dieses Gewehr reparieren und wieder zurück. Halt wie gesagt, dann diese paar Sachen gespielt. Wir haben also jetzt das Gaussgewehr, denn die Scharfschützenflinte, die ist zwar ganz nützlich, aber ein Treffer bedeutet auch nicht immer gleich das Umfallen. Also beim Gaussgewehr, da kann man davon ausgehen, Treffer tot. Okay, also das ist dann schon ganz günstig. Und wie ich ja schon mal erwähnt hatte, sind da hinten in dem Bereich, wo wir hin müssen, einiges an Leuten abzuknallen, an Monolithen. Okay, also wir putzen jetzt hier bestimmt 30, 40, wenn das reicht, Leute weg. Okay, also Monolithen und Zombies und alles, was da rumkeucht und fleucht, wird da jetzt weggeputzt da hinten, weil wir also an dieser Evakuierungsstelle. So, und da sitzen natürlich rundherum welche auf den Dächern, was da irgendwo nicht so richtig lustig ist. Okay, und bepflastern einen da. Und die muss man natürlich möglichst schnell aus der Landschaft nehmen. Das geht am besten mit dem Gaussgewehr. So, mal sehen, ob das jetzt mit dem Dings klappt hier. Ja, es geht rein ins Spiel. So, wieder exakt an derselben Stelle, wo wir letztens aufgehört haben, sind wir jetzt wieder. Halt, einziger Unterschied ist, wir haben hier so das Gaussgewehr. Okay. Benutzen wir aber jetzt im Moment noch nicht, weil bis zum Weg dorthin, da gibt es noch erstmal noch ein bisschen was zu tun. So, ich soll mit Kowalski reden, war die letzte Anweisung. Tun wir das nochmal. So, haben Strahl gemeistert, bla bla bla, behalten Sie Strahl von uns, sind nicht viele übrig. Ja, okay. Fortfahren, okay. Die Männer sind bereit zum Auftrag. Fischen Sie, was fischen Sie, falls nötig? Vorräte haben wir schon. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie bereit sind. Okay. So. Ich schaue mal auf F8. Machen wir hier einen Zwischenstopp. Und sage, okay. Machen wir unsere Daten bereit, oder was? Abmarsch. Weapon. Abmarschdruck. So, gehen wir raus. Da hört schon die Hubschrauber. Jetzt können sie hier wirklich aus allen Löchern, gell? Das ist hier voll der Matzmunder gleich. Ich will, wir rennen in die Richtung hier, wenn ich mich ganz täusche. Schau sich das eine an. Ja, ein schöner Anblick. Für den Rechtsteiler. Zombies. Wo ballern wir? Ohne entlang nach rechts. Aber ich muss schnell noch, bevor die Frau hier losmachen. Schnell noch Zielfernrohr abholen. Und lauer Schwolf. Wie gesagt, ich komme jetzt wirklich echt aus allen Löchern, gell?
Also das sind gerade mal 4 Uhr oder so. 15 Leute haben wir gezeigt. Was? Bewegt euch nach links. Bewegt euch gegenseitig weg. Granaten, warum hat das nicht mal alle oder was? Noch nicht das Problem. Was ist das? Gib mir. Ich nehme mir die nicht. Geht ja noch. Tobi, du warst wie wohl? Verstanden, wir sind gleich da. Seid auf der Hut und haltet euch an eure Befehle. Die Evakuierungsstelle ist nicht mehr weit. Und los! Oh, oh, Schnorks. Schnorks ohne Ende. Gerade der Schnorks angesprungen gekommen. Hier habe ich. Oh, das blöd, die Ähnchen quer. Und mehr. Feuer frei, los! Oh, noch mehr hier. Die
die geht natürlich ab, die diese Mücken, die Würmel, gell? Ja? Da oben hier. Hier muss man auf den Rasen. Hast du mich gesehen, Alter? Du, wie sieht's aus? Bieg ich mich hoch? Kasper. Leute, damit Beginn vom Anfang vom Ende. Unsere Hubschrauber können landen. Und wir werden gleich evakuiert. So, das war also der 79. Part. Der letzte Part vom Let's Play Stalker Call of Pripyat. Mir hat es Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, könnt ihr ja weiter meine Let's Plays gucken. Na und wenn nicht, wie gesagt, okay, dann kann euch auch nicht geholfen werden. So, ich verabschiede mich damit. Tschüss und weg.